Hallo und herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblingskanal für Hardware-Deals, Reacts. Ich habe mich schon immer gefragt, ob wirklich jeder oder jede einen PC bauen kann. Und ich bin überzeugt davon, dank der sehr guten und detaillierten Anleitungen durch Hardware-Deals kann es eigentlich jeder. Ich bin gespannt, ob das auch wirklich der Fall ist, denn das folgende Video beschäftigt sich genau damit und wir dürfen mal gespannt sein, wer hier ein PC bauen soll und ob diese Person das auch wirklich schafft. Rein in diesen wunderbaren Technik-Aal. Ich freue mich, wir freuen uns. Pflanze ist dabei. Mods, bitte kurz eine Umfrage erstellen, wie oft Pflanze vorkommt. Wir haben Bock. Los geht's. Hallo Leute, willkommen bei Hardware Deals. Mein Name ist Mo. Ich stehe heute tatsächlich... Hallo Mo! Ich mal nicht hinter der Kamera. Heute steht hinter der Kamera der Tobi. Wir haben mal die Plätze getauscht. Hallo Tobi. Hallo. Hallo Tobi. Und es hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, warum ich heute vor der Kamera stehe. Denn genauso wie auch der Tobi baue ich heute meinen ersten PC zusammen. Man muss aber dazu sagen, dass ich all die Videos hier auf dem Channel schneide. Deswegen habe ich da schon ein bisschen Expertise. Nice. Wer feiert alles sein Cappy? Wer feiert alles sein Cappy? Könnt ihr es erkennen? Es ist einfach ein Cappy von, ich glaube, den Chicago Bulls. Wisst ihr noch, damals in den 90ern mit Michael Jackson. Wie hieß er denn? Nicht Michael Jackson. Wie hieß der andere? Michael Jordan. Ha, auch MJ, ne? MJ. Eigentlich waren Michael Jordan und Michael Jackson mit Peter Parker liiert. Das wissen die wenigsten. Aber ich feiere sein Cappy. Einfach geil. Super. Sensationell. Freue mich. Aber auch nur theoretisch. Und vielleicht kann sich der ein oder andere damit auch ein bisschen identifizieren, der eben nur Zusammenbau-Videos bisher angeschaut hat. Nein, ich habe auch gebaut. Und es war katastrophal. Noch nie ein PC... Und chaotisch. Wirklich praktisch selber zusammengebaut. Hat aber Spaß gemacht. Und die Rechner funktionieren. Unsere Pflanze sei wie oft unser. Ja, stimmt jetzt bitte ab. Ja, ich tippe mal heute auf das hier. Und ja, ihr dürft dann natürlich auch tippen. Und los geht's. Denn genauso geht's mir heute und ich bin damals, als ich meinen ersten Rechner zusammengebaut habe. Dieses Video wird unterstützt durch Dubaro. Dubaro. Unser langjähriger Partner im Bereich Fertig-PCs, da gibt's gut durchdacht konfigurierte Systeme zu fairen Preisen. Darum findet ihr hier auch unsere Hardware-Deals-Editionen in allen Preisklassen als Fertig-PCs und damit ist Dubaro die beste Wahl, was Preis-Leistung angeht. Dubaro ist eine junge und sehr moderne Firma mit vernünftiger Endkontrolle und super Support. Wir waren selbst schon vor Ort und haben uns die Produktion in Ostfriesland angeschaut. Das Video findet ihr hier auf dem Kanal. Ich fänd's cool, wenn die bei Dubaro einfach, wenn die zur Arbeit kommen, dann erstmal so den einen oder anderen Otto-Song singen. So, oder beim Zusammenbau dann einfach so irgendwelche Otto-Songs. Wisst ihr, was ich meine? Das wär schon toll. Kanalpunkte-Vorhersage wurde auch gestartet. Das auch noch. Mit Kanalpunkten-Vorhersagen. Wie oft kommt die Pflanze? Boah, das ist aber... Aber das löst ja dann alles auf, ne, Leute? Ich hab da absolut keinen Plan von. Alle vergessen Scotty Pippen. Wer ist Scotty Pippen? Pflanze, 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 Pflanze. Pflanze ist absolut Liebe. Aktuell sucht das Dubaro-Team übrigens Verstärkung in allen Bereichen. Habt ihr gehört? Ich muss da hin. PC-Monteure, Programmierer, Einkäufer und so weiter. Alle offenen Stellen findet ihr auf der Homepage. Vielleicht. Ich kann alles. Vielleicht macht ja auch bald einer von euch sein Hobby zum Beruf. Ich bin Generalist. Ich kann echt alles, Mann. Den Link zu Dubaro und auch zu den Stellenangeboten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann hätte ich gesagt, bringen wir mal das ganze Zeug hierher und fangen an mit dem Zusammenbau. Ah, genau. Okay. Mit was würdest du denn anfangen? Ja, die Frage ist relativ leicht zu beantworten, nachdem ich, wie gesagt, so viele Videos gesehen habe. Die CPU. Fang mit der CPU an, bitte. Natürlich fangen wir zuerst mit dem Mainboard an, bestücken das Ganze und danach kommt der ganze Rest. Das heißt, ich hole jetzt erstmal das Mainboard her, oder? Ja. So, hier ist das ganze Package. Das ist ein B660 GMX DDR4 Mainboard. Wild. Also hier haben wir einmal die Sleeves. Ich dachte erst, das wären Schlangen, als ich das da drin gesehen habe. Man muss... Moment, da sind Sleeves mit dabei? Das ist ja geil. Das ist ja krass. Das ist unüblich, Leute. Das ist unüblich. Also zumindest wusste ich bisher nichts davon, dass es auch Mainboards gibt, wo dann Sleeves mit dabei sind. Ja. Mal die Sleeves. Ich dachte erst, das wären Schlangen, als ich das da drin gesehen habe. Man muss dazu sagen, ich habe handwerklich zwei linke Hände. Also würdest du von dir auch selber sagen, dass du eher grobmotorisch unterwegs bist, oder wie? Ich bin definitiv Grobmotoriker, ja. So ein
dann einfach Hammer und Meißel benutzen. Habe ich auch gemacht, hat wunderbar funktioniert. AIO funktioniert. Was ich natürlich auch weiß, ist, dass man das hier jetzt auf den Karton legen muss. Wunderbar. Die CPU kommt jetzt als erstes rein, weil nachdem die CPU reinkommt, muss ja der Kühler drauf und danach alles andere, soweit ich mich erinnern kann, oder? Du einfach. Moment, der Kühler, was hast du denn für einen Kühler? Rein. Einfach rein. Das ist eine Lebensweisheit, Tobi. Aber ich glaube, ich fasse noch ganz kurz meine Heizung an. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich aufgeladen bin. Weil du bist auch immer sehr geladen. Wie fühlt man sich jetzt so, wenn man nicht mehr so geladen ist? Viel entladener. Beim Einsetzen der CPU weiß ich auf jeden Fall, dass die Schrift lesbar sein sollte, wenn das Mainboard so vor mir liegt. Auf der anderen Seite kann man sich an den Pfeil links unten bei der CPU orientieren. Ja, oder an den Pins. Aber ich glaube, das ist hier jetzt relativ einfach, vor allem mit diesen 12er Generation und 13er Generation, weil das so länglich ist, weiß man immer, in welche Richtung das eigentlich kommen muss. So, das ist jetzt eine Sache, was mir immer so ganz viel Angst gemacht hat, als ich euch zugeschaut habe. Weil das denn so rausspringt. Also. Keine Pflanze bisher, verdächtig. Also, ich glaube nicht, dass es viele Pflanzen geben wird. Habe, glaube ich, auch für diese Art Video einfach jetzt auch zu viel angegeben. Ja, also, das wird spannend. Na, Friends, what's poppin'? Wir gucken gerade, kann jeder einen PC bauen von Hardware Deals? Und Animagus habe ich ja begrüßt. Genau, ja. Ich drück's jetzt rein. Das fühlt sich nicht gesund an, muss ich sagen. Nee, da muss man. Ich hatte letztens ein Board in der Hand, da war es besser, den RAM reinzupacken, bevor die CPU-Kühler draufkommt. War weniger Gefrickel. RAM vor Kühler, auf jeden Fall. Kühler, also Kühler hätte ich sogar im Gehäuse, trotz dessen, dass es so eng wird, drauf gemacht. Es sei denn, es ist ein Luftkühler. Den mache ich dann doch lieber vorher drauf. Ja. Einfach drücken. Ja. Das sieht so verbogen aus hier irgendwie, aber das ist, glaube ich, normal, ne? Nee, das muss so. Ich sehe hier gerade, der SSD-Platz ist relativ nah bei der CPU. Ich glaube, da wäre es sogar besser, wenn ich die SSD vorher einbaue, oder? Ja. Hier bewegen wir uns schon in Bereichen meiner... Man merkt schon, er wird langsam zittrig. Ja. Ja, das muss man dazu sagen. Bitte Leute, machen wir nicht fertig. Ich habe tatsächlich sehr, sehr zittrige Hände. So, wir haben eine 1 Terabyte. Das ist echt kein Ding, ne? Also, ich kenne viele Leute, die sehr zittrige Hände haben. Die können dann halt keine Chirurgen werden. Aber Leute, ne? No judgment an der Stelle. SSD von Kingston. Alles gut. Verwenden ja auch sehr, sehr super oft toll. Diese Folie. Die müssen wir abziehen. Ja. Warum? Weil ich das so in den Videos gesehen habe. So haben wir die SSD. Ja, weil das ist halt ein passiver Kühlkörper und so. Und deswegen muss die Folie ab. Ja. Und so. SSD hier jetzt auch eingebaut. Dann hätte ich gesagt, brennt der komplette PC. Der Teil, bei dem es mich auch schon ein bisschen graust, und zwar den Kühler drauf zu montieren. Ich hole den erstmal. Ich würde an deiner Stelle vielleicht erstmal noch alles andere einstecken, was man auf dem Mainboard einstecken kann. Auch RAM? Mhm. Ja. Dann ist es doch ein bisschen schwieriger, oder? Den Kühler drauf zu montieren, weil ich hier schraube. Oder andersrum. Habe. Wir machen es so, wie du das machen möchtest. Genau, ich mache es mal nach meiner theoretischen Erfahrung, die ich habe. Okay. Aber falls es nicht klappt, kannst du ja sagen, ich habe es dir doch gesagt. Also, das ist der Kühler, den wir einbauen. Das ist ein Arctic Freezer i35 ARGB. Und ja, also Luftkühler dementsprechend jetzt schon montieren. Wasserkühlung hätte ich im PC-Gehäuse eingebaut. Warum? Weil ich es dann nicht mag, wenn dann der Schlauch dann da so ist und das ist dann so schwer und das hängt dann da so rum und dann knallt es da so gegen das Board und, ach, keine Ahnung. Also, ich fänd's dann noch komplizierter an der Stelle. Will was mampfen, nur was? Chips. Nimo, dieser Chips. Kühler kommt auf die CPU, das ist nämlich ein i5-12400F. Auch in den Preisklasse-PCs haben wir den öfters mal drin gehabt. Eine sehr, sehr coole CPU zum Game. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Mehr kann ich auf jeden Fall nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Ja, jetzt bauen wir den mal ein. Dafür packe ich den Kühler erstmal aus und dann gucken wir mal, wie wir den überhaupt befestigen. Weil auf der Verpackung steht 1200er Plattform und 1700. Oh, Tobi, was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Tobi, ich brauche Hilfe. Nee. Was ist das? Ein Wurfstern. Der kommt hinten ran, oder? Mhm. Ein Wurfstern. B.O.B., neue Tablette und oh je. Pflanze? War da Pflanze zu sehen? Habt ihr gezählt? Wobei SSDs dürfte ich heute erfahren, dass es einen Unterschied zwischen NVMe und SATA-SSD gibt. Trotz M2 Formfaktor funktioniert eine NVMe-SSD nicht in einem SATA-SSD-Slot. Schön, wenn man nicht darauf aufmerksam gemacht wird, bis man die Hardware gekauft hat und sich wundert, warum sie nicht funktioniert.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es abwärtskompatibel ist. Wie krass. Oha. Das überrascht mich jetzt. Ja, aber schön, dass du das auch mal einwirfst, Nille. Ist wirklich gut zu wissen. Ich war das letzte Mal zittrig, als die geplatzten Elkos auf dem Mainboard ausgetauscht habe, während Betrieb, weil Rechner gerade meine Seminararbeit gerendert hat. Damals P4-Board. Oha. Während des Betriebs. Wer tauscht Dinge aus während des Betriebs? Sie passt, aber sie wird nicht erkannt. Jetzt habe ich eine 1TB NVMe-SSD, die ich vorerst nicht nutzen kann. Ja, nice. Toll. Gibt es nicht für PCI-Express oder PCI-Slots, also so Adapter-Slots? Guck mal danach. Vielleicht kann dir das helfen. Das ist zwar dann auch nicht so schnell, wie wenn es dann direkt im Board wäre, in so einem vernünftigen Slot, also NVMe-Slot, aber guck mal nach NVMe, PCI-Express oder so. Gibt es. Genau, Metheter. Ja, nice. Ich habe sowas schon gesehen und ich meine, das müsste dann damit zumindest gehen. Dann kannst du es wenigstens so nutzen. Du wirst zwar jetzt nicht die Schreibleseraten haben, wie wenn es halt im richtigen Slot wäre, aber es wird, denke ich, dann auch schon gut sein. Ich bräuchte hier tatsächlich eine Anleitung, weil ansonsten checke ich das ehrlich gesagt nicht. Da ist keine Anleitung. Da ist aber eine Menü, Online-Menü. Na, aha. Also. Das ist nicht euer Ernst, ey. Mittlerweile drucken die das nicht mal mehr. Fantastisch. Bei Rendern Das Rendern hat damals eine Woche gebraucht und hätte mit halb kaputten Elkos 4 Wochen gedauert. Abgabe war aber in 2. Oha. Wahrscheinlich SATA auf M2-Adapter. Ich schaue mich mal um. Ich weiß nicht, ob es SATA auf M2-Adapter gibt, aber es gibt auf jeden Fall PCI-Express-Karten und da kannst du dann die M2 drauf machen. Soweit ich weiß, ist es ab 500er-Boards egal, was es für eine M2 ist. Weil beides angesteuert werden kann in den Slots. Ja, das ist ja bei ihm aber anscheinend nicht der Fall, Gummiball. Dass es auch SATA gibt, schließe ich nicht aus, aber actually PCI Express. Ach, du meinst, ach so, SATA im Sinne von wirklich SATA-Kabel dann auch und so und da kannst du das reinmachen. Ansonsten kannst du die M2 ja auch extern benutzen. Es gibt ja auch so als USB-Stick. Terabyte USB-Stick. Geht auch, habe ich auch mit 128 GB. Da ist mein System dann gebackupt drauf. Das funktioniert auch. Okay, das heißt, ich brauche mein Handy. Okay, also nach Anleitung scheint es wohl so zu sein, dass wir hier diese langen sogenannten Backplate-Schrauben hier, das wird man wahrscheinlich auf der Kamera nicht so gut erkennen, das sind so Schrauben mit Ecken, die passen dann hier auf diese Backplate. Das mache ich jetzt mal ganz schnell und langweile ich euch nicht zu Tode damit. Und jetzt machen wir das im Prinzip hier in die Löcher hinten rein. Das müssen wir auf jeden Fall rausschneiden. Das müssen wir rausschneiden. Aber wir schneiden nicht den Teil raus, wo wir sagen, das müssen wir rausschneiden. Also ich... Wer hat für einen kurzen Moment geglaubt und gehofft, dass er jetzt gleich mit der Flex um die Ecke kommt, um das Mainboard anzupassen, damit die Backplate richtig passt? Ich habe es ein bisschen gehofft, aber ja. Ich muss schon eine Sache sagen, wenn man immer der Anleitung folgt, dann ist das eigentlich gar nicht so schwer, wie man das vielleicht befürchtet. Irgendwie, weil ich deinen Bildschirm gar nicht sehe, so das Gefühl, dass du gar nicht in der Anleitung bist, sondern wieder in Raid Shadow Legends. Nämlich alles ist in dichte Nebel gehüllt. Nein, ich bin hier in der Anleitung. Schau mal, die ist auch schön animiert und so. Aber jetzt versuchen wir das mal so zu machen. Wir haben das Ding hier schon drauf montiert. Wärmeleit passt. Ja, da wäre jetzt für mich interessant gewesen, das Gefummel, ehrlich gesagt, ne? Also das Gefummel, bis er das da tatsächlich drauf hat und auch festgemacht hat. Na? Das haben wir auch drauf, haben auch das an CPU-Fan und an den ARGB-Header reingetan. Ist eine Anleitung wirklich sehr, sehr gut beschrieben, muss man sagen. Jetzt würde im Prinzip als nächstes der Arbeitsspeicher drankommen. Was der Mo euch nicht sagen wollte, weil da schämt er sich ein bisschen. Wenn ihr das alles ganz genau im Detail sehen wollt, wie er das da drauf montiert hat, dann müsst ihr ihm auf OnlyFans abonnieren. Aber Tobi, woher hast du das mitbekommen? Das auf Reddit aus Versehen gefunden. Hast auf Reddit nach Mo geschaut? Ja. Arbeitsspeicher, Kingston Fury Beast, DDR4R. Pflanze. Die NVMe nutzt eine PCI Express Lane und sind allgemein deutlich schneller. Also bei allem, was über 2500 MB die Sekunde macht, kann man definitiv schon ausgehen, dass es NVMe ist. Keine Flex, es muss doch präzise anpassen. Daher Schlüsselpfeile verwenden, Sko.
Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Oder so einen kleinen Laser, um dann das dann so da reinlasern, ne? Oder so ein Skalpell, damit dann so reinschnitzen und dann ab rausdrücken, was man nicht braucht. Ja. RGB. Mhm. Das wird eine Baba-Maschine nachher. Auf. Soweit ich das gelesen habe, kann man aber wohl eine NVMe-SSD mit nicht in einen SATA-SSD-Slot verwenden. Ich muss da nochmal schauen, aber so oder so kann das System die SSD aktuell nicht erkennen. Kann man was im UEFI umstellen vielleicht, Pilznille? Ist da vielleicht irgendwas machbar? Zum Beispiel, dass der dann sagt, okay, ich steuere diese Slots jetzt anders an oder ich betrachte die anders, weil dort eventuell eine M2 drin ist und ich die deswegen vorher nicht erkenne und dann jetzt doch, weil er ein anderes irgendwas benutzt. Es ist, also, ne, solche Probleme können vielen Leuten dann plötzlich auftauchen, ne? Also bei vielen Leuten. Das fände ich cool, wenn wir so eine Lösung mal spontan fänden. Leider nicht, das BIOS ist sehr beschränkt. Also so wie ich in Games, das ist fantastisch. Ja, da tut's mir leid. Dann müssen wir mal was anderes gucken, ne? Also wie gesagt, guck mal nach einem PCI-Express so eine Karte, ne? So wie eine Soundkarte oder sowas, was man da so reintut. Und da kannst du dann vielleicht deine M2 draufpacken. Steinigt mich jetzt nicht, aber das ist so ein räudiger Medium-PC. Oha. Also ein Aldi-PC. Sei sehr froh, dass du nicht diesen super Gaming-Rechner von Netto hast. Willst du da ein Betriebssystem drauf installieren? Man muss bei manchen M2 übers Command was umstellen. Wirf Bomber statt Stein auf Pilznille. WB Crowdy. Auf dem Mainboard steht First drauf bei Sockel. Ich drehe das mal zu dir. Ja. Mo, mach keinen Scheiß, weil du weißt, wenn du es nicht schaffst, dann darfst du den PC nicht behalten. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es schaffe, weil wenn ich den PC behalten darf, dann schenke ich den nämlich meinem kleinen Bruder. Der freut sich bestimmt, oder? Wer hätte nicht gern so einen PC? Jetzt sind wir eigentlich fertig mit dem Mainboard bestücken, ne? CPU ist drin, Kühler ist drin, RAM, SSD ist drin. Ansonsten gibt es ja nichts mehr, was man auf dem Mainboard... Richtig. Außer die Grafikkarte. Ja, aber die später. Das weiß ich auch. Ich räume hier mal alles ab und ja. Dann müssen... Ah, das ist so ein bisschen cute, finde ich, ne? So, ha, das weiß ich aber auch, ne? Damit kriegt ihr mich nicht. Ja, so richtig schön, richtig schön. Wie er sein Wissen, das er dann einfach so theoretisch sich angeeignet hat, dadurch, dass er die Videos schneidet, dann einfach anwendet. Das finde ich toll. Ein Bonbon nehme ich gerne. Oh ja, ein Bonbon wäre jetzt nicht schlecht. Notfalls einfach irgendeine PCI-Express-Karte kaufen und dann mit einer halben Rolle Lötzinn einfach großartig irgendwo drauflöten wollen. Alter, Metetta. Hier wird nicht gelötet. Aus. Welchen Protz haben die da jetzt reingesetzt? Nun... Es ist halt ein Luftkühler. Müssen wir nämlich mit RGB. Ich glaube, ich jetzt das Gehäuse hochholen. Mhm. Das wird ein bisschen grob. Fantex Eclipse G360A. Ist das Gehäuse hier? Ich bin mal gespannt. Auf, dass du mich selber noch abstichst mit dem Messer. Habe ich zu viel versprochen, als ich gesagt habe, ich habe zwei linke Hände? Er dachte kurz Butterfly-Messer. So, Manu sagt immer um. Oh ja, ein Butterfly. Oder hatten wir einen Schüler, der dauernd mit so einem, heißt das eigentlich Butterfly? Nee, Butterfly ist das, wo die Klinge rausspringt, ne? Wie heißt dieses andere Messer, was dann so diese zwei, oder ist das ein Butterfly? Der hat davon einfach so eine Attrappe, so eine Trainingsattrappe in der Schule gehabt zum Üben. Und ja, das selbst ist einfach schon eine Waffe, eine Hiebwaffe, weil das einfach unfassbar hartes Metall ist und es ist schwer. Ja. Da fragt man sich echt, was geht den Kindern da durch den Kopf, ne? Unfassbar. Umdrehen und rausgleiten lassen, wie die Profis. Das geht aber nicht wie die Profis. Weil da diese Dinger eingeklappt sind. Maschallah, der hübsche Gehäuse. Man muss schon sagen, Dubaro hat immer schon wirklich nice Gehäuse am Start, oder? Mhm. Das Ding sieht schon... Ja, ist ein schönes Gehäuse. Sehr schlicht. Ich mag es ja, wenn es schlicht ist. Also ich habe ja das Be Quiet 500. Und nur mit einer anderen Front von dem X oder S oder so. Also so muss ein Gehäuse aussehen für meinen Geschmack. Also schlicht, nichts Besonderes. Guter Durchluft, Durchsatz. Trainingsattrappe zum Üben. Wofür hast du geübt? Ich habe für gar nichts geübt.
Ja. Schon echt wild aus. Wir haben jetzt das Gehäuse hier ready. Hinten mache ich auch noch die Tür ab und danach müsste man doch rein theoretisch... Ah nee, Netzteil muss rein. Aha. Ich habe jetzt hier hinten das Festplattenkäfig ausgebaut. Da war hier auch so eine Kiste drin mit den ganzen Schrauben und so weiter. Mainboard-Schrauben und Schrauben fürs Netzteil. Und das Netzteil habe ich auch hier. Das ist hier ein RM750X von Corsair. Ein vollmodulares Netzteil. Und das bauen wir nämlich jetzt hier hinten rein. Und ich glaube, das Ding ist auch RGB beleuchtet. Kann das sein? Nee, doch nicht. Ich glaube, ein Netz. Erstmal gucken, RGB ja oder nein. Hatte ich gerade eben gesagt, dass er eine Trainingsattrappe in der Schule hatte? Ja, so ein Butterfly-Attrappe. Also so ein Trainingsding. Ja, also es war halt kein richtiges Messer, sondern halt nur zum Trainieren. Gehäuse muss Platz für einen 1080er Radiator haben. What the fuck? Das Teil ist so mitunter das Einfachste, was man einbauen kann, sagte er. Und explodiert. Ich habe dafür ja nicht geübt. Das war der Schüler. Hä? Ich... Oh. Ich dachte, Butterfly ist, wenn das Messer erst aus der Hand rutscht, wie mit Butter geschmiert und dann wie eine Fliege durch den Raum fliegt. Ja, das ist dann ein Butterfly-Messer, ja. Da das, wie gesagt... Jetzt haben wir... Oh, was ist denn da passiert? Ich glaube, ein Netzteil ist so mitunter das Einfachste, was man einbauen kann, sagte er. Und explodierte. Da das, wie gesagt... ein modulares Netzteil ist, müssen wir die Kabel selber dran machen. Das erste, was wir hier natürlich brauchen, ist, ich gehe das jetzt ganz, ganz stur nach Video durch, ATX-Kabel. Du korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Dann brauchen wir auf jeden Fall das, was du in deinem ersten Video vergessen hattest. Genau. So merke ich mir den nämlich. Die Stromzufuhr für die CPU. Genau. CPU hier. Und als letztes das PCIe-Kabel. Das brauchen wir nämlich für die Grafikkarte. Die Frage ist, wie viele wir davon brauchen. Ich habe nachgeschaut, die Grafikkarte braucht einmal das Kabel, das PCIe-Kabel. Bevor wir das Netzteil schon einbauen, machen wir die Kabel am besten auch direkt dran. Ich habe jetzt hier mal alle relevanten Kabel eingesteckt. Es sind trotzdem ziemlich viele, ne? Und jetzt kommt dieses Netzteil hier hinten ins Gehäuse. Wie rum? Haha, das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich nämlich auch gut aufgepasst. Es ist nämlich folgendermaßen. Das kommt nach unten. So, hier ganz... Ja, wie auch sonst. Vorsichtig, mit Fingerspitzengefühl. Wenn man wirklich gut aufpasst in den Videos und sich die Dinge einprägt und vor allem, wenn man sie jetzt nebenher laufen lassen würde, easy. Mit ein bisschen Geduld, easy. Ich sehe bei dir, der Geduldsfaden auch schon kurz vorm Reißen. Ja. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus, wie du da durch das Gehäuse durchgehst, muss ich sagen. Ja, ich muss ja... Ich habe ja zuerst hier unten hingeguckt, was da am Schrauben ist, aber so der Kommentar einfach. Und du guckst so ganz langsam so, hä? Okay, seine Hand ist hier, sein Arm ist dort. Und dann siehst du einfach das hier. Das ist einfach fantastisch. Nach oben natürlich. Dann kann es die warme Luft aus dem Inneren ansaugen. Genau. Genau, das Netzteil wird dann davon überrascht, dass da jetzt die warme Luft ist und dadurch besser gekühlt, ne, weil es dann überrascht ist dazu. Was ist ein Bali-Song? Ich habe keine Ahnung. So haben wir alle angefangen. Ja, es ist so, ne? Es ist das so. Das Netz halt irgendwie nach vorne drücken. Also, wenn du mich fragst, erste Klasse. Wow, mashallah. Jetzt müsst im Prinzip das Mainboard ja rein, oder? Hm. Das Gute ist, dass du ja hier die I.O.-Blende schon am Ding dran hast. Tatsache. Was man vielleicht davor noch machen könnte, weil wir ja die Sleeves haben und man da oben an die CPU-Kabel so schlecht drankommt, dass wir die im Vorhinein schon mal dran montieren. Das ist eine gute Idee, ja. Zack. Super. Diese Standoffs im Gehäuse, die sind schon alle drin. Insgesamt 9 Stück bei ATX. So. So, alle Schrauben vom Mainboard sind drin. Der nächste Schritt wäre jetzt tatsächlich, die Verkabelung zu machen. Also quasi dein schlimmster Albtraum. Das ist mein schlimmster Albtraum. Ja, wie werden wir das machen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das heißt für mich als intellektuellen Mann erstmal Bücher lesen. Ich werde mir jetzt das Handbuch hier, das Manual vom Mainboard einmal komplett durchlesen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns, nachdem ich mich intellektuell noch ein bisschen weitergebildet habe, Leute. Wir haben jetzt die Kabel soweit, also die fummeligen Kabel erstmal drin. Das hat nämlich ein bisschen Recherche gebraucht, deswegen haben wir hier diese Landkarte offen. Die legen wir einmal beiseite und ich erkläre...
Aber wie cute ist das denn? Aber die Kabel sind ja auch trivial, weil du kannst die ja nicht einfach überall irgendwo reinstecken, ne? Archer, danke für die Info. Wir gucken nachher dann auch, ne? Wenn ich nicht vergesse, sonst nachher nochmal erinnern. Ja, und jetzt baut man so einen Rechner in 20 bis 30 Minuten zusammen. Also ich bräuchte auch was länger, weil ich dann auch sehr langsam bin, weil ich immer Angst habe, dass ich dann tollpatschig bin und was kaputt mache. Aber ja, ne? Also durchaus viel schneller als ganz am Anfang, ja. Ich habe euch ganz kurz, was wir alles dran gemacht haben schon mal, damit ihr halt auch auf dem Laufenden seid. Und zwar haben wir hier die Lüfter vorne einmal in SysFan 1, 2 und 3 dran gemacht. Wir haben den Power-Knopf hier dran gemacht. Audio, USB, das war's bisher. Oben hatten wir ja CPU-Kabel schon drin. Und was jetzt fehlt, sind im Prinzip nur noch die groben Kabel. Als allererstes habe ich hier das Grafikkartenkabel, aka PCIe-Kabel. Mhm. Finde ich halt einfach geil, dass da einfach auch, dann auch die Sleeves dabei sind, oder? Also super, super. Da suchen wir uns das Gegenstück im Prinzip aus und so machen wir das eigentlich auch mit allen anderen Kabeln. Sehr gut, Mo. Brauchst du Hilfe? Ich krieg schon hin. Jetzt richtig rum. Ja, und dieses breite Kabel, davor habe ich, das ist immer so. Das ist so super schwer reinzustecken, oder? Maximale Power, ja. Beim PC-Bau würde ich immer damit anfangen zu gucken, ob alles Standoffs für das Board richtig im Gehäuse sind. Standoffs? Nein. Okay. Danke, Tobi, für deine Hilfe. Jetzt haben wir das im richtigen Slot hier reingemacht. Was im Prinzip jetzt noch fehlt, ist die Grafikkarte, oder? Ja, jetzt wollen wir die Grafikkarte einrichten. Mhm. Ich hole die Grafikkarte einmal. Ach du Scheiße. Ich habe Schuhgröße 46. Das ist unkontrolliert dann manchmal der vordere Teil. Ich habe einfach auch 46. Ich fühl's. Ich fühl's. Du gehst irgendwo hin. Ey. Weißt du, im Praktikum, in der Schule, du gehst da durch die Schule und random einfach so 2, 3 Fünftklässler mitgenommen, ja, liegen da am Boden, weil die Schuhe einfach zu groß sind. Das ist völlig normal. Meine Schuhe. Wir haben hier die prächtige Grafikkarte von KFA2. Eine Pflanze. 3060 Ti von Nvidia. Was mir aber gerade aufgefallen ist, dass wir hier neben dem Powerstecker noch irgendeinen Stecker haben. Aber ich hätte gesagt, bauen wir erstmal die Grafikkarte mal ein und dann sehen wir weiter. Was könnte das für ein Stecker sein? Dann machen wir hier erstmal diese Slots frei. Und jetzt bauen wir die Grafikkarte ein. Hier müssen wir ganz vorsichtig. Hast du den Riegel runtergedrückt vorher in dem PCI-Slot? Nee, der geht doch von selber, oder? Nee. Doch. Ah, da okay. Übertrifft der Schüler wohl seinen Meister. So. Sitzt, oder? Sitzt alles, Grafikkarte passt auch, ist fest. Der sieht eigentlich so, wer hier rein. Aber was ist dieses Weiß, dieser weiße Anschluss? Wofür ist denn das? Könnte das irgendwas mit RGB zu tun haben oder so, dass da was angesteuert wird? Du schraubst das Board ja nicht direkt auf die Stahlplatte im Gehäuse, sondern auf so kleine Messingknippel, die Standoffs. Ach so, aber ja, das ist ja bei den neuen PC-Towern ist es ja so, dass du die gar nicht mehr brauchst, meistens. Ne? Also gerade ab einer gewissen Preisklasse scheint es wohl nicht nötig zu sein, weil die dann schon einfach so gestanzt sind oder so geformt sind, dass das nicht nötig ist. Rein theoretisch schon fertig, fehlt nur noch Kabel hier. Den mache ich hier von der Seite. Oh nein! Das sieht doch voll schön aus. So, guck mal. Das machen wir so nicht. Am besten noch durch das Lüfterblatt durch. Ich weiß gar nicht, was du hast, Tobi. Ich fand das eine absolut geniale Idee. Das geht nicht. So. Wie sagen wir dazu? Maschallah. Mit Tobis schmalen Händen haben wir jetzt auch dieses kleine RGB-Kabel. Es ist tatsächlich RGB, aber leck mich fett, ne? Guck mal, was für ein Genie ich bin. Guck mal, wie schlau ich bin. Wahnsinn, Wahnsinn. Grafikkarte hier reingesteckt. Ich hoffe nur, dass der jetzt auch funktioniert. Das ist nämlich die nächste Frage. Ja, dann bauen wir schnell unser Setup auf. Machen wir direkt alles auf einmal, bauen wir Setup auf. Cool. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann können wir auch eine Runde zocken und gucken, genau, wie der PC so ist. Gut, bis gleich. Setup steht. Wir haben ihn noch nicht eingeschaltet. Wir schalten ihn jetzt das erste Mal zusammen ein. Ich bin mega aufgeregt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Real Talk. Mhm. Oh, guck mal, wie cute. Guck mal, wie cute. Wahnsinn. Real Talk. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ist das süß oder ist das süß, oder? Wie er hofft, dass alles gut funktioniert und alles richtig ist. Da würde ich aber auch reagieren. Ja, also habe ich aber auch reagiert. Genau so. Ich kann es 100% nachempfinden, Leute. Und das ist eben das Schöne. Ich kann es 100% nachempfinden und es ist einfach.
dieser Moment, weißt du, du baust das so zusammen zum ersten Mal und dann ist dieser Moment, wo du das einschaltest und dann hoffentlich, ja, mit leichter Panik im Hinterkopf, genau. Und dann geht's richtig rund, Leute, ne? Dann geht's rund, dann funktioniert alles. Da ist jetzt noch so ein Testlicht, wie man sieht, unten rechts. Ein kleines Rot. Ich gehe da mal mit der Maus drüber, ne? Da wird noch irgendwas geprüft und dann geht's jetzt geht's los. Irgendwie leuchtet nichts. Oh. Halt. Pflanze. Pflanzencounter Blüte plus 1. Und weil das gerade so schön eingeblendet und geschnitten wurde von besagten Menschen. Leuchtet nichts. Oh. Nice. Mo, wir haben es geschafft. Ich habe echt schon gedacht, es leuchtet nicht. Aber wir haben auch schon Monitor angeschlossen. Das heißt bisher eigentlich nicht. Also wir haben... Chat, wie viele Pflanzen waren es denn jetzt? 3 sind wir gerade. Das heißt, wir werden... Ne, da wurden ja 2 Bauteile oder so gezeigt. Solche Aufnahmen neben den lehnenden Aufnahmen, meine ich. Meinst du sowas? Oder wie? Nice. Mo, wir haben es geschafft. Ich habe echt schon gedacht, es leuchtet nicht. Aber wir haben auch schon Monitor angeschlossen. Das heißt, wir werden gleich sehen, ob da auch überhaupt Bild kommt. Ja, es direkt passt schon. Start. Klappen, wir klappt. Wir haben auch die Test-SSD schon drauf. Aber sieht wirklich top aus. Wirklich schickes Ding, Duvaro. Also, er hat direkt hier in die Test-SSD reingebootet. Würde ich sagen, das Ding läuft. Du bist gerade sprachlos, oder? Ich bin wirklich sprachlos. Also, weil es hat ja wirklich einwandfrei geklappt. Meine Expertise war wirklich alleine nur von den Videos, die ich auf dem Kanal hier geschnitten habe und zwangsläufig halt auch angeschaut habe. Sonst habe ich noch nie irgendeinen PC zusammengebaut. Und das Ding läuft wie 1A und mit dem ganzen RGB-Zeug. Ich bin zufrieden. Ich glaube, da ich den PC ja meinem kleinen Bruder schenken werde, er wird sich auch mega freuen. Es wird sein erster PC sein. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr diesen... Seinem kleinen Bruder? Wie jung ist denn sein kleiner Bruder? Weil er... Auf wie alt würdet ihr ihn schätzen? Er hat einen so grauen Bart. Also das ist schon krass. Ich hätte ihn schon aufgrund des Bartes wesentlich älter geschätzt. Aber es könnte ja sein, dass er einfach einen grauen Bart hat, aber Anfang 30 ist. Das finde ich gerade so ein bisschen... Wie jung ist denn der gute Herr? PC findet, ob er euch optisch anspricht und natürlich, wie ich mich so angestellt habe. Und dann kommen wir jetzt endlich zum angenehmen Teil und zwar Fortnite. Muss das sein? Haben wir geupdatet, Grafiktreiber haben wir geupdatet, XMP-Profil haben wir aktiviert. Was mich aber ehrlich gesagt so ein bisschen gestört hat, rein optisch, war dieses RGB-Käbelchen. Ich schätze ihn schon sehr alt ein, das ist ungefähr 34, also sehr alt. Was soll das denn heißen? 34 ist doch gar kein Alter. Das ist so fies. Ich hätte gesagt, ich ziehe den einfach mal raus und dann probieren wir mal, ob er auch ohne funktioniert, oder Tobi? Ja, raus damit. Wir starten ihn also nochmal, aber es funktioniert halt auch ohne irgendwie. Ich muss schon sagen, ich habe schon sehnsüchtig darauf gewartet, dass wir endlich Fortnite spielen können. Bin ja schon so ein kleiner Fortnite-Suchti. Sieht man ja auch an. Nee, so. Wenn eine ältere Person schreibt, ist das erlaubt? Schreist du alte Wurst. Boah, leise. Kommen die Gegner. Wo sind die Gegner? Trauen sich alle nicht. Was ist Doko, passiert? Schönen guten Abend, Doko. Wie geht's dir? Guck mal, da ist ein Gegner. Na also, Mo. Der hat sogar eine Scar gehabt. Ja, eine Golden Scar. Tilte, Leute, wir sind in Tilte Tower. Aha, da schießt doch jemand. Boah. Euer Onkel Mo ist hier richtig am Start. Schockwellenhammer. Nimm mal den Hammer, der ist cool. Es traut sich halt keiner, weil die ganz genau wissen, dass du den dicken Hammer hast. Der Onkel Mo mit dem dicken Hammer ist hier am Rumschwingen. Aber so von FPS her, wir sind eigentlich immer ziemlich nice unterwegs. Da ist doch... Ich bin auch 30. Siehst du mich heulen? Alter Sack. Kann ich mal in Ruhe einrichten, wenn wir den wirklich öfters nutzen werden. Ja, also eigentlich bei jedem Hardware-Deals React, ne? Immer gerade so mittlerweile... Es hat sich ja schon zu einem Running Gag ausgebaut. So. Wir werden ihn mit dem Hammer erledigen, Leute. Ja. Ihr seid live dabei. Seht ihr, wie er schon wegrennt? Okay, er ist irgendwo hinweggesprungen. LOL! Das
Das war ein Hammerkill. Guck mal, da ist noch einer. Fliegen auch weg, wenn man sie nicht... Das kann aber nicht wahr sein. Greifen die ihn nicht an, oder was? Ach, du wirfst die denn weg, ja. Quasi. Der wird vom Wildschwein verfolgt. Und von mir. Okay, wir spielen jetzt Hammer Only. Wir spielen auch ohne Schildtränke. Okay, die 1-HP-Challenge. Das ist so cringe. Was passiert denn da? Hä, warum reagieren die Gegner nicht? Ich versteh's nicht. Ich 7 Jahre drauf, dann weißt du, wie alt ich bin. 37? Hast du denn schon wieder in ein anderes Universum geschossen? Ja, das finde ich voll schön, dass wir alle so im gleichen Alter sind. Plus, minus. Können auch Bots sein. Ah, Platz Nummer 9 mit dem Hammer. Schade. Hammer Only. War sehr, sehr lustig, die Runde. Man hat gesehen, der Rechner ist ziemlich nice. Aber warte mal, die GPU ist bei 94% Auslastung gerade? What the fuck? Was ist denn mit der Grafikkarte los? Was ist das für eine Grafikkarte gewesen? Und ja, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch sehr, sehr gefallen. Und wie anfangs erwähnt, wenn ihr euer Hobby zum Beruf machen wollt, dann schaut gerne auch bei Dubaro vorbei. Die Magande, Leute, danke für dir. Ganz viele Bereiche. Da könnt ihr die 30, war das die 3060? Also richtig krass, also dass die bei über 90% Auslastung war einfach. Wahnsinn. Hier vorbeischauen, wenn euch ein Job gefällt, könnt ihr euch gerne bei Dubaro bewerben. Die ganzen Links sind unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr diesen PC hier auch gern so zusammenbauen wollt oder auch zusammenbaut bereits kaufen wollt, da schaut ihr auch gerne bei Dubaro nach. Die haben nämlich genau diesen PC, Dubaro. Das ist der Hardware Deals 1200er Nvidia Edition. Wenn ihr ihn so selber zusammenbauen wollt und ein Tutorial dafür braucht oder ein ganz allgemeines Tutorial, da könnt ihr auch bei uns nachschauen, denn wir haben ganz viele Videos, wo Dubaro PCs, unsere Preisklassen PCs ausführlich von Manu zusammengebaut werden, aber auch ganz allgemeine Anleitungen und vor allem, was man nach dem Zusammenbau machen muss, sprich XMP-Profil und so weiter. Das findet ihr dann auch alles in der Videobeschreibung und auf unserem Kanal. Und ansonsten hätte ich gesagt, war es das auch mit dem Video soweit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich und Tobi konnten euch entsprechend einigermaßen unterhalten. Falls das so sein sollte, lasst gerne natürlich ein Daumen auf jeden nach oben Fall und ein Abo da auf diesem Kanal. Oh, ich bin so dumm. Hallo Leute, willkommen in der Videobeschreibung und auf unserem Kanal. Und ansonsten hätte ich gesagt, war es das auch mit dem Video soweit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich und Tobi konnten euch entsprechend einigermaßen unterhalten. Falls das so sein sollte, lasst gerne natürlich einen Daumen nach oben und ein Abo da auf diesem Kanal. Ja. Und ansonsten hätte ich gesagt, sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss. Ja, vielen, vielen Dank dafür, lieber Mo. Wir haben das sehr genossen, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Geht natürlich zum Kanal Hardware Deals, sowohl auf Twitch sogar vorhanden, wie auch auf YouTube. Link unten in der Beschreibung, sowie das Originalvideo. Lasst dort Liebe da. Und schreibt hier unten in die Kommentare, habt ihr schon mal euren eigenen PC zusammengebaut? Und wenn ja, wie habt ihr euch da gefühlt? Und vor allem, wie habt ihr euch gefühlt, als ihr ihn dann das erste Mal eingeschaltet habt und alles funktioniert hat? Das könnt ihr gerne ein bisschen ausführlicher in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal, euer Strese. Ciao.